Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag doch Charterbar. Ja, heute habe ich 7 Tipps für den Skipper, damit er mit dem Druck, der auf ihm lastet während des Turns, nicht nur besser zurechtkommt, sondern dass der um einiges weniger wird. Solltest du das erste Mal bei uns auf dem Kanal sein und das Thema Yachtcharter, Meer, Segeln, Motorboote genauso lieben wie wir, dann solltest du auf jeden Fall unseren Kanal abonnieren und vergiss nicht, die Glocke zu betätigen, dann wirst du auch immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Und aktuell ist das wöchentlich, immer am Sonntag. Und wir besprechen da unter anderem eben Themen wie heute. Und zwar habe ich heute 7 Tipps für euch als Skipper, die euch helfen sollen, mit dem Druck, der auf euch lastet, besser fertig zu werden. Viele verstehen das nicht, vor allem die, die nicht Skipper sind, die sagen, ach Mensch, ist doch toll, dann seid ihr unterwegs, dann segelst du. Und das ist natürlich auch so. Aber es ist doch eben so, und das wissen wir alle, als Skipper hast du doch einfach dieses Thema Verantwortung auf dir lasten. Teilweise ist es wirklich eine Last. Denn diese Verantwortung, die du als Skipper hast, die ist allgegenwärtig während des ganzen Turns. Das heißt nicht, dass man sich jetzt nicht irgendwie locker machen kann oder relaxen kann, aber es ist doch immer so, dass man einfach immer derjenige ist, der eigentlich allzeit bereit sein muss, der dafür verantwortlich ist, ob der Anker hält, der dafür verantwortlich ist, wie man aus der Box rauskommt, wie man wieder reinfährt, der sich immer wieder klar machen muss, ob der Kurs noch passt. Und ganz so entspannen und locker lassen kann man nicht, beziehungsweise nur sehr schwer. Und wie gesagt, heute 7 Tipps dafür. Ich fange mal mit dem allerersten an. Und das ist etwas, was ich beherzige, seit ich das Steuer in der Hand habe auf dem Schiff. Und das heißt, lass dir helfen. Viel zu wenige Segler, Bootfahrer, Yachturlauber lassen sich aktiv helfen. Und ich meine damit beispielsweise, wenn ihr in einen Hafen reinkommt und ihr funkt den Hafen an, dann fragt nach einem Pilotboat, dann fragt nach einem Schlauchboot von der Marina, welches euch hilft, euch reinzubuxieren. Oder ruft zum Beispiel vorher die Basis an und sagt, dann und dann komme ich. Das macht man ja sowieso meistens. Aber fragt ruhig auch, ob es die Möglichkeit gibt, ob jemand da ist, der euch da hilft beim Reinfahren. Das heißt noch lange nicht, dass ihr das nicht könnt. Aber wenn das mal so ist, dass da jemand Kenntnis davon erlangt hat, dass ihr euch gerne helfen lassen wollt, dann hilft er euch auch. Wenn ihr an einen Steg ranfahrt und ihr seht, dass da Leute am Steg rumlaufen und ihr wollt dort festmachen, dann lasst euch helfen. Winkt denen zu mit der Leine. Sagt, ich schmeiß sie dir gleich rüber. Wenn ihr wisst, dass da nebendran ein Boot ist oder 2 Boote sind, dann schon mal Blickkontakt halten. Immer helfen lassen. Das ist etwas, was meiner Meinung nach, was man auf jeden Fall immer machen sollte. Und umgekehrt sollte man natürlich auch immer helfen. Und das mache ich auch immer, wenn ich weiß, Mensch, da kommt gerade einer rein, der will neben uns irgendwie reinparken, dann stelle ich mich schon auf den Steg und signalisiere, dass ich ihm helfen kann. Wie gesagt, das heißt noch lange nicht, dass man es nicht kann, aber das nimmt doch ein bisschen, ein bisschen Druck von der Schulter, wenn man dann weiß, okay, ich habe meine Crew, aber ich habe auch draußen jemanden, der mir helfen kann. Oder ich habe ein Boot, was mich dann eben zum Beispiel bei Seitenwind dann noch in die Box drücken kann und zum Beispiel einen eventuellen Schaden verhindern kann. Punkt 2 ist etwas, was auch sehr interessant ist. Ihr solltet euch schiffsmäßig nicht übernehmen. Das ist meiner Meinung nach auch etwas, was ich auch schon mal erlebt habe, dass jemand, der zum Beispiel erstmal auf einem ganz kleinen Schiff das erste Mal drauf war, da war er quasi Co-Skipper sogar nur und es war ein Zweikabiner und dann hat er irgendwo einen Katamaran gesehen und hat gesagt, wow, super, sowas will ich auch, ich habe jetzt meinen Schein fertig, das buche ich mir jetzt. Dass der damit überfordert ist, ist ganz klar. Das ist einfach was anderes, ja. Und ich würde jetzt auch nicht von einem 35-Fuß-Schiff auf eine 60-Fuß-Yacht übergehen, sondern ich würde halt einfach schauen, dass ich das vielleicht Schritt für Schritt mache. Denn auf den Bildern schauen die immer toll aus. Wenn ich dann draufstehe und dann mal so die Dimensionen dieses Schiffes sehe, dann ist es doch wieder was anderes. Und ihr wisst, die Schiffe verhalten sich einfach im Wind anders. Ein größeres Schiff fährt anders, steuert anders. Und ich würde euch vorschlagen, hier euch immer langsam zu steigern, damit ihr diesen Druck nicht habt. Damit ihr immer das Gefühl habt, okay, diesen Schiffstyp kenne ich, diese Schiffsgröße kenne ich. Ich weiß, wie sich dieses Schiff verhält. Und wenn das peu à peu nach oben geht, ist die Veränderung auch wirklich nur sehr gering und damit werdet ihr auch keine Probleme haben. Punkt 3, etwas, was ich auch immer mache und was ich ganz, ganz wichtig finde, ist,
ihr solltet als Skipper bereits am ersten Tag euren Co-Skipper mal so richtig einweihen. Das heißt, gebt ihm das Steuer in die Hand. Gebt dem Co-Skipper die Möglichkeit, dass er bereits am ersten Tag zeigt, was er kann. Zum Thema Co-Skipper haben wir auch schon mal ein Video gemacht und das blende ich euch hier jetzt mal ein. Und diese Aktion, dass er am ersten Tag gleich das Steuer mit übernehmen kann, ist nicht nur gut für euch als Skipper, damit ihr dann merkt, okay, der kann das und wenn er es nicht kann, dann machen wir es zusammen ein paar Mal. Und ihr dann eben diesen Druck auch wieder ein bisschen abgeben könnt, weil ihr wisst, da ist noch jemand an Bord, der im Falle eines Falles das Schiff übernehmen kann, der einfach auch, ja, ankern, den ich vielleicht auch mal auf dem Schiff lassen kann, wenn ich selber vielleicht mal an Land bin. Sondern es ist auch etwas Positives für die Crew, weil die Crew dann auch das Signal bekommt, okay, hier ist noch jemand da, der sich auskennt. Auch die Crew fühlt sich dadurch nochmal sicherer und der Co-Skipper logischerweise auch. Nächster Punkt, was leider oder komischerweise auch viele nicht nutzen, ist der Ankeralarm. Leute, nutzt den Ankeralarm. Es gibt heutzutage auch Apps dafür. Oder meine Uhr hier, meine tolle Quatix 6, über die wir auch schon mal ein Video gemacht hatten. Auch hier gibt es die Möglichkeit, einen Ankeralarm einzustellen. Und auch der Plotter auf dem Schiff hat die Möglichkeit, einen Ankeralarm einzustellen. Ich weiß, wie unangenehm das ist, wenn man nachts schläft oder eben auch nicht schläft. Und es ist viel Wind draußen, man ankert in irgendeiner Bucht und man sagt sich, oh Gott, hoffentlich hält der Anker. Und ich war auch schon oft auf dem Schiff, wo ich eben diese Anker-Alarmfunktion nicht hatte oder nicht darauf zurückgreifen konnte. Und dann wirst du irgendwie immer wieder wach, guckst raus und schaust, oh, hast du dich jetzt bewegt? Bist du noch da, wo du sein solltest? Dann gehst du mal hoch und guckst nach. Also ganz einfach, Anker-Alarm nutzen, das funktioniert ganz einfach. Es gibt eben, wie gesagt, verschiedene Möglichkeiten. Ich kann euch da auch mal so eine App und sowas unten mit in die Beschreibung mit reinpacken. Das wird einfach über GPS geortet. Du gibst den gewissen Schwoi-Radius ein, dass du also, wenn du jetzt um den Anker herum dich bewegen solltest, wenn der Wind sich quasi, wenn der Wind dreht, dass dieser Radius quasi eine Toleranz ist und sobald sich das Schiff dann außerhalb dieses Radius bewegen sollte, würdet ihr dann quasi durch ein Piepen geweckt werden und dann könnt ihr raus und sagen, ah, okay, der Anker hat sich gelockert und dann kann man zur Not neu ankern. Aber das hat mir oder nimmt mir wirklich sehr viel Druck von den Schultern und ich kann seitdem einfach viel angenehmer schlafen. Das nächste, ähnlich wie mit dem Co-Skipper, ihr solltet auf jeden Fall auch die Crew zum Teil in die Verantwortung mit einbeziehen. Es gibt Skipper, die sind der Meinung, sie müssen alles alleine machen. Die, ich weiß nicht, die haben aber auch Angst, irgendwie jemanden irgendetwas machen zu lassen und lassen nur dann die Leute was machen, wenn sie ganz genau sagen, so und du machst das und genau so und dann ist aber auch wieder Schluss. Nein, ihr seid als Crew auf dem Boot und ihr solltet von Anfang an, mit dem Ablegen geht das los, dass ihr jedem, und ich mache das immer so, jedem eine Aufgabe zuordnet, die dann für den gesamten Turn, die er für diesen gesamten Turn innehat. Ich weiß zum Beispiel immer, wer dann meine Backbordleine beim Festmachen in der Hand hat, wer die Steuerbordleine in der Hand hat, wer den Anker macht. All diese Rollen habe ich verteilt, wer sich um die Fender kümmert. Die zeige ich gemeinsam mit dem Co-Skipper einmal am Anfang gleich durch. Dann weiß jeder, wie er das zu machen hat und das spielt sich dann ein. Und das nimmt mir auch sehr viel Druck. Das nimmt mir einfach sehr viel Druck. Ich weiß, jeder hat eine gewisse Verantwortung, die er mit übernimmt und es lastet nicht alles auf mir. Also das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, weiht eure Crew nicht nur in die Aufgaben ein, sondern übertragt ihnen auch die Verantwortung. Das nächste, was ich auch wichtig finde, ist, dass wenn ihr zum Beispiel ein gewisses Manöver habt, was ihr machen wollt, und damit meine ich in erster Linie zum Beispiel jetzt das Anlegen an einem schönen Steg. Ihr wollt abends zum Essen, ihr fahrt langsam an diesen Steg ran, ist nur noch eine Lücke frei. So, und dann steht ihr da und jetzt muss alles schnell gehen. Katastrophe. Druck, Stress, Leinen vorbereiten und ihr seid im Endeffekt schon kurz davor und wenn dann auch noch Wind ist, am besten noch Seitenwind, dann ist der Puls da, wo er nicht sein sollte. Deswegen mache ich das immer so, dass ich, und das ist kein Witz, eine halbe Stunde bevor ich dort bin, schon mal die Crew darauf vorbereite, was gleich kommen wird. Ich weiß ja als Skipper meistens, wo wir jetzt hinfahren. Selbst wenn ich da noch nicht war, habe ich mich ein bisschen belesen und weiß, okay, da ist zum Beispiel ein Steg. Und dann kann ich mit der Crew schon mal durchgehen, wie wir dort anlegen werden.
Ich werde auch dann mit der Crew alle Eventualitäten durchgehen und sagen, okay, falls es so ist, dass wir in eine Lücke fahren müssen, falls es so ist, dass wir vorne dass wir seitlich festmachen müssen, dann machen wir das so und so und so. Dann lasse ich schon die Leinen dementsprechend vorbereiten. Und jeder kann dann schon mal in seinem Kopf durchgehen, okay, meine Aufgabe ist dies und jenes und das muss ich machen. Und wenn ich dann in Sichtweite dieses Steges oder Anlegers bin, dann kann ich ganz klar kommunizieren und sagen, okay Leute, so und so schaut's aus, genau dieses Prozedere gehen wir jetzt durch, was wir gerade eben besprochen haben, denn wir müssen längs anlegen. Die Leinen liegen aber auch schon bereit soweit, jeder weiß, was er zu tun hat. Und dann hast du eine gewisse Ruhe in der Crew und vor allem, du hast eine Ruhe bei dir selber. Denn du hast einfach nicht mehr den Druck, den du sonst hättest, wenn du hier kurzfristig alles vorbereiten musst. Also ich habe das selber schon gesehen, wenn Schiffe rückwärts ranfahren und dann ganz hektisch aus der Bugskiste noch eine Leine rausgeholt wird, die dann aufgedröselt wird, dann verhackt sie sich und dann, ja, dann steht da schief drin, muss nochmal rausfahren und am besten noch Seitenwind. Also wenn ihr das alles schön in Ruhe vorbereitet, ist das alles überhaupt gar kein Problem. So, kommen wir mal zu dem letzten Punkt und der heißt Versicherung abschließen. Ich meine, ich bin jetzt kein Versicherungsvertreter, der euch jetzt eine Versicherung aufbrummen will, aber damit ich mit der Verantwortung, die ich habe, mich ein bisschen ruhiger fühle, ist es meiner Meinung nach eine absolute Pflicht, zum Beispiel eine Skipperhaftpflichtversicherung abzuschließen. Ich bin noch nie ohne Skipperhaftpflichtversicherung auf dem Wasser gewesen und das werde ich auch nicht tun, denn Skipperhaftpflichtversicherung heißt für mich, wenn mich jemand haftbar macht, also mich als Skipper für irgendetwas, das ich angeblich falsch gemacht habe, das muss ja nicht mal stimmen, aber da muss ich abgesichert sein, weil ich kann diesen Schaden in keinster Weise abschätzen, wie groß der sein könnte. Und das gibt mir schon eine gewisse Beruhigung, dass ich weiß, okay, ich bin hier so ein bisschen safe, ich habe hier eine Versicherung, die sich für mich einsetzt, falls irgendjemand mich für irgendetwas haftbar macht. Auch zum Beispiel die Kautionsversicherung finde ich eine sehr sinnvolle Versicherung. Klar ist hier der Betrag überschaubar, aber es kommt ja auch manchmal zu Schäden, wo man jetzt vielleicht sagt, ah, war ich das überhaupt oder wäre das sowieso kaputt gegangen und bevor ich mich da mit dem Vercharterer in irgendeiner Art und Weise auseinandersetzen muss oder einigen muss und auch das verursacht Druck und Stress eventuell und das will ich nicht im Urlaub, ja, oder dass zum Beispiel ein Crewmitglied was kaputt gemacht hat und dann geht es darum, teilen wir das jetzt durch die Crew oder wer zahlt es jetzt oder wenn ich eine Kautionsversicherung habe, dann hat sich das Thema erledigt und so etwas teilt man wirklich durch die Crew und ich habe tatsächlich auch schon viele Turns gehabt, wo man als Crew gesagt hat, pass auf die Skipperhaftpflichtversicherung zahlen wir alle gemeinsam mit, denn du trägst die Verantwortung als Skipper, aber wir sind eine Einheit, eine Crew, wir bezahlen das alle zusammen und jeder kann diesbezüglich ein bisschen freier agieren. Heißt natürlich nicht, dass man jetzt mit dem Schiff dann wie ein Wilder fahren sollte und es einem egal sein sollte, wenn was kaputt geht, das auf keinen Fall, aber es ist einfach etwas, was jemanden, ja, was mich zum Beispiel als Skipper auf jeden Fall auch beruhigt. Ja, das waren nun also meine Tipps zum Thema, was man tun sollte, damit dieser Druck, den man als Skipper oft empfindet, abnimmt, beziehungsweise fast verfliegt, wollte ich jetzt gerade schon sagen. Nein, ganz im Ernst, also die Verantwortung bleibt selbstverständlich immer beim Skipper, aber ich finde, dass man dass man diese Dinge zum Beispiel so umsetzen sollte, um das einfach etwas zu relativieren. Ich hoffe, dieses Video hat euch wieder mal etwas gebracht, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, hinterlasst auf jeden Fall mal einen Like. Packt eure Kommentare rein, wenn ihr zu diesem Thema noch ein bisschen was wisst. Fragt mich, wenn ihr was wissen möchtet und ihr wisst Bescheid, sobald ihr mal ein neues Schiff brauchen solltet für euren Turn, dann meldet euch auf jeden Fall bei uns bei Charter by Yachting, damit wir euch das richtige Schiff im richtigen Revier organisieren können. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann.